Hallo, ich grüße euch. Ich möchte euch heute zeigen, wie man diesen wundervollen, außergewöhnlichen Adventskranz selber basteln kann. Und wir brauchen gar nicht viel dafür, sondern das Innenleben für die Kerzenständer ist einfach eine große Aludose von irgendeiner Konserve. Dann brauchen wir Rindel, Kleber, ein bisschen Engelhaar. Und ich habe hier besondere Kerzen genommen, da ist ein Hirsch drauf und kleine Sternchen. Und dann würde ich euch zeigen, wie einfach man das Gefäß basteln kann. Und dann seht ihr, wie man außergewöhnliche Töpfchen so machen kann, die man später dann auch für die Frühlingsdekoration benutzen kann, für eine Tafel als Deko mit Blumen, mit Blumensträußen, weil in die Aludosen kann man ja ganz toll Wasser einfüllen. Man kann auch was hineinpflanzen. Zu Ostern habe ich diese Dosen schon gezeigt gehabt mit ganz tollen Osterdeko-Sachen. Und als Innenleben unter die Kerzen empfehle ich entweder zusammengeknülltes Alufolie oder ganz toll ist auch Kies, vielleicht Aquariumkies, der ist ziemlich günstig und den kann man in großen Gebinde kaufen. Und natürlich muss man trotzdem immer achten, wenn die anderen ist es Rinde, ist kein Brennen, also passt gut auf drauf. Und dann zeige ich euch mal, wie einfach man diese Sachen basteln kann. Für das Steckgefäß oder die Vase oder den Blumentopf, für die Tischdeko und dergleichen brauchen wir einfach eine große Aludose. Das seht ihr hier. Papier abmachen, das geht auch ganz einfach. Am besten Heißkleber. Wenn ihr einen Kraftkleber nehmen wollt, müsst ihr erst die Dose einstreichen, dann die Rinde, 15 Minuten etwa warten, das steht aber auf den Tuben drauf und dann feste andrücken. Aber mit Kraftkleber, mit Heißkleber geht es am einfachsten. Als Unterlage bitte wieder ein Backpapier, weil da nichts anhaftet und das ist wirklich sehr praktisch. Wir brauchen Rinde, entweder aus dem Park oder vom Sägewerk oder vom Brennholz abgemacht. Hier habe ich auch Rinde mit noch ein bisschen Moos dran und dann fangen wir ganz einfach an. Wir stellen die Dose hin, gucken ungefähr, wie lang wir es haben wollen und dann können wir abbrechen. So, die Stücke brauchen wir auch. Dann nehmen wir einfach die Heißklebe, machen gut auf das Rindenstück dran und kleben es an, vorsichtig. Innen wird es auch heiß bei dem Heißkleber, also das geht durch die Dose durch. Bisschen aufpassen, andrücken. Da gucken wir, nächstes Stück dran, wieder Heißkleber dran. Richtig gut und richtig viel. So. Und das wird dann noch fixiert mit dem Aludraht. So, das halten wir. Und dann puzzeln wir einfach. Wir haben die großen Stücke, mal ein kurzes, mal ein längeres. Gucken wir immer, manchmal geht es von der Rundung von der Rinde, manchmal bricht es in sich selber und dann kann man es trotzdem weiter verwenden als rundum. Ja, ruhig länger und kürzer, so wie euch das gefällt. Die Zwischenräume füllen wir dann auch noch aus mit so kleinen Stückchen. Ich brauche schon wieder eine neue Patrone. Da braucht ihr auch nicht das teure zu nehmen von den Heißklebepistolen. Da gibt es auch günstigere. So. Nächstes Stück. Ja, das geht auch nicht durch. So. Wird passend gemacht. Seht die Zwischenräume hier, die füllen wir dann noch aus mit so kleinen Stückchen und dann wirklich auf die Finger aufgepasst und dann drücken wir es rein. Dann können wir auch noch mal so einen Ast nehmen, vielleicht noch mal abbrechen. Hinein.
Da haben wir wieder so eine kleine Rille. Dann nehmen wir auch noch mal so ein Stückchen und schieben es rein. Und da unten noch mal. Und dann füllen wir das alles so aus. Wie gesagt, das kann wirklich unterschiedlich sein von der Länge. Nur unten muss es halt bündig sein. Deswegen ist es am besten, es im Stehen zu arbeiten, wenn die Dose steht. Ein bisschen kann man ja abschneiden. So, jetzt brauchen wir noch ein Teil. Man kann vielleicht auch noch mal so ein Holzstück dazwischen machen. Das ist richtig schön rustikal. Und das kann man für extrem viele Gelegenheiten benutzen, ob jetzt für ein Frühlingsgesteck, für einen Blumenstrauß, für eine Jagdparty. Oder wir haben auch schon festgefeiert, da war so ein Motto Jägermeister. Und da hat das auch super gepasst. Da haben wir Papier-Hirschköpfe noch gebastelt. Und solche Deko rot-weiß. Und dann passten die Tischgestecke ganz toll dazu. So, und da seht ihr, das ist eigentlich schon zu. Dann nehmen wir den Aludraht. Der lässt sich prima mit einer normalen Schere schneiden und der fixiert nochmal alles. Ein bisschen länger abschneiden, so, übereinander legen und ganz feste ziehen. An beiden Ecken, Enden und übereinander drehen. Nee, das war noch nicht. So. Richtig feste ziehen und drehen. Ganz feste. So, und dann habe ich hier noch so ein kleines Deko-Herz besorgt. Das klebe ich noch an. Und schon ist die Dosendeko fertig.